Hi Leute, willkommen zurück zum Costume Quest 2. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, wir haben das Pyrotactyl, oder wie hieß es denn nochmal? Es hat einen ganz anderen Namen. Genau. Das Pyrotactyl ist ganz wichtig. Kostüm an. Jetzt können wir damit die ganzen. Wie heißt das? Genau. Heißt es Blattwerk oder heißt es. Oder Laubwerk? Genau. Haufen. Ja, wegwuschen. Ne, mit denen. Wusch! Warte mal, kann ich eigentlich gegen Gegner einsetzen? Was passiert eigentlich da? Oh, hab ich gerade einen fahren lassen? Na gut, so. Okay, Gegner, Quatsch, Gegner, die Leute, mal Leute, NPCs stürzt nicht. Okay. Was für ein Thema kann man reden? Weil wir wissen ja, in einem Let's Play darf man nicht über das reden, was man sieht. Oder, speziell jetzt mal einen ehemaligen Ex-YouTube-Streamer, der sagte, ich verdiene mit Furzen auf mein ich hab auf Stimme mit Furzen auf mein Sofa Geld, ich verliere doch euch all die Hater, bla 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 und you know, das wird es noch bestimmt noch in 100 Jahren geben. Was brauche ich denn da noch? Genau. Wenn ich dann am Ende, wenn ich zum Beispiel das hier noch machen würde. Ja, willkommen zu Costume Quest 2. Ich stelle jetzt hier erstmal ein. Hier ist die Musik. Ja, Effekte, die Helligkeit. Und nein, ja, ihr versteht, was ich meine, ne? Sowas will kein Mensch sehen. Man braucht ein Thema. Und ja, man kann auch wie Let's Plays schneiden. Das ist nicht nur weil Kong das so gemacht hat, ist das nicht gang und gäbe, dass man nicht schneiden darf. Obwohl, der hat doch bestimmt schon mal in einem Video so was rausgestellt, irgendwelche Passagen, die eh über langweilig sind oder sich wiederholt haben. Ich meine, bei den gefühlt 10.000 Videos, die er bestimmt gemacht hat, da kann schon mal sein, dass da was dabei war. Okay, hier waren wir alle schon. Okay, ich werde jetzt hier nicht wieder all die ganzen, wie heißt das, Mülltonnen und Reifenhaufen und so weiter ablaufen, nur um wieder eine Süßigkeit raushauen zu können. Genau, machen wir weiter mit der Hauptstory. Usch! Genau, wir brauchen ein Thema. Was wäre ein passendes Thema? Ah ja, stimmt ja. Passend dazu, weil das Spiel ist ja so ein bisschen gruselig, nicht wahr? Naja, gruselig. Obwohl ist es hier in dem Teil geht es mir ein bisschen mehr an Science Fiction, weil Zeitreisen und so weiter. Aber Terminator 1 hat ja auch gezeigt, dass Grusel-Tori auch zu passen, was anpasst, nicht wahr? Klopf, klopf. Hey Kleiner, gib unsere Süßigkeiten zurück! Ich huste und ich puste! Ach nee, falsches Kostüm. Oh, hey Leute, das tut mir leid. Obwohl, wie sprechen eigentlich Leute mit so einer Zahnbespange? Haben die alle so... Oh, das tut mir leid. Es tut mir so... Es ist nur so, dass sich meine Mutter keine Süßigkeiten sammeln lässt. Ah, das Filbert-Syndrom. Der Filbert-Fall, wie bei Rockus Modells Leben, ne? Süßes, süßes, süßes. Gummidrops. Entzieh noch jemand daran. Wer hat diese Fotos aufgenommen? Genau. Ich wollte die Süßigkeiten so gerne ausprobieren. Ich schätze, ich war etwas verzweifelt. Naja, etwas. Übrigens sind das tolle Kostüme. Ja, erst klauen, dann einschleimen. Du hast auch noch nicht Süßigkeiten gegessen. Das ist verrückt. Noch nie Süßigkeiten gegessen. Was soll das? Wer ist denn dieser Rotznasen, Orel? Oh, da tut mir jetzt schon leid. Das sind nette Kinder, Mom. Die haben nur geredet und so. Bitte nicht schlagen. Was tust du da? Was tust du da? Nicht in den Kohlekeller. Nein, nicht in den Schrank. Genau, mit der Kette am Fuß. Und den zwei Eimern. Wo hast du das? Internet, das sind unsere Süßigkeiten. Orel hat sie nur mal kurz ausgeliehen. Ihr habt meinen Jungen Süßigkeiten gegeben und was habt ihr da an? Sind das Kostüme? Mom, sie wollten nur... Sind das Kostüme einer Minderheit? Sollen diese Kostüme eine Minderheit darstellen? Oder People of Color? Das ist rassistisch. Nein. Rennt mit dir, rein mit dir, Orel. Es ist wieder Zeit zum Zähneputzen. Obwohl, wenn ich sie so anschaue, von der Brille her könnte es sein, ja, so im Millennial-Typ, ne? Retro und so ein Stein. Oh, nee! Von wegen so Retro und so. Nehmt dieses Gift mit und verschwindet von eurem Grundstück. Aber wir wissen doch, Milch ist Gift. Boah, brutale Gewalt gegen die Kinder. Ich mag das. Wenn ich euch jemals wieder mit meinen Jungen erwische, sehe ich, dass ich... sehe und sehe, dass ihr irgendwie die Laster vor Süßigkeiten erbringt. Wird es euch leid tun? Was will sie denn machen? Will sie uns mit ihren scharfkantigen Brillengestellrändern alle die Kehlen aufschlitzen? Oh Mann, der Bursche hat es nicht leicht. Ich glaube, dieses Kind ist unser Zahnarzt. Ach ja, wir sind ja in der Vergangenheit und deswegen... Haster und Süßigkeiten und alles und bla und so. Das war's? Okay, ich hätte eigentlich erwartet, dass noch ein bisschen mehr hier ist.
Cool, wir haben unsere Süßigkeiten wieder geholt, die eigentlich gar nicht weg waren. Hä? Na egal. Es fehlen noch 2 Karten. Ja. Das ist eigentlich Spezial von ja, müssen wir mal ausprobieren im nächsten Kampf. Oder nächste. Wie heißt das? Moment. Krückeln. Ah, gut. Ja, ja. Braucht ihr euch immer nur so eine Mute-Taste in so einem Let's Play ein. Da müsst ihr nicht die ganzen 15 Minuten an irgendeinen Rülpser drücken. Vielleicht versteht, was ich meine, ne? Ja, und vertraut niemals der Technik, denn wir wissen ja, ne, man denkt sich so, ach komm, es hat immer funktioniert, ja, starten wir die Aufnahme und dann blablabla und dann nach der Aufnahme merkt man plötzlich total verrauscht oder Mikrofon nicht eingeschaltet. Psst, hier drüben. Was hast du denn für uns doch? Welche Süßigkeiten fehlen noch? Oh. Braune Farbe. Male einen Schokoladenstreifen auf deinen Candy Corn, um einen Defensivbonus hinzuhören. Das bedroht ja zu machen. Toll, dann hat ihr, wie heißt das, ihr Candy Corn Kostüm, nimmt dann noch weniger Schaden. Toll! Obwohl, ach egal. Verletzt euch damit nicht, Leute. Wieso, ich soll mich mit Farbe verletzen? Wie denn? Soll ich mir den Deckel wieder selbst ins Auge hauen oder was? Ah, leider zu spät für den armen Lenny. Genau, hätte ich mal eine Schutzbrille getragen. Ach, warum benutze ich hier nicht die... Warte mal. Warte mal, wo ist die Karte? Ich habe da gerade Karte gesehen. Da. Okay, hier ist alles frei. Da ist der Vortex. Da sind wir reingekommen. Da ist der Kartentyp. Ja gut, hier unten ist gar nichts mehr, oder? Warte mal. Die Vergangenheit. Ach so, oben müssen wir hin. Lalalalala. Ach so, Little Bones. Stimmt, weil wir alle Süßigkeiten haben, die wir eigentlich schon gehabt haben. Ja, das ist irgendwie ein bisschen... Ist irgendwie ein bisschen... Wie heißt das Wort? Oh, kann man da rankommen? Da müssen wir noch ran, stimmt. Geht, da geht nicht, hier geht nicht. Bom. Genau, holen wir uns für ihre Süßigkeiten wieder. Genau, wir hauen alles rein und dann haben wir wieder 1000 Stück. Na gut, ehrlich. So. Genau, wir müssen der Lady Bones unsere Tüte Süßigkeiten geben, die eigentlich gar nicht weg war. Aber egal. So. Oh, geheime Wege. Cool. Nimm das. Nimm das. Yeah. Und die meisten Süßigkeiten landen eh wieder am Wasser, oder? Okay. Ja, gut. Was für ein Thema brauchen wir denn? Wenn wir es hier ein bisschen, das Ganze hier mal ein bisschen mehr Inhalt geben können. Hm? Ach ja, habt ihr es mitbekommen? Ghostbusters 3 kommt. Nach Ghostbusters 2, 89? Und da irgendwie in den 90ern, 93 oder so? Ach, ich weiß nicht mehr. Ich habe das mal gelesen in den Artikeln von der Video-Zombie. Oder nee, Neo-Zombie. Genau, die Seite, die früher mal Video-Raiders.not, not hat das Internet übernommen. Ne? Nachdem es im Conquer nicht mehr lief. Genau. Wohl wäre ich gar nicht so weit hergeholt. Genau, .NET, genau, die haben ja was gebracht darüber. Ja, Ghostbusters 3 war ja schon ewig in Produktion. Bill Murray war, nee, Ghostbusters 2 hat mir nicht gefallen, ich mag's nicht mehr. Ich hab die Rechte, ihr könnt kein Ghostbusters 3 machen, ich mag das nicht. Am Ende ist ja dann Ghostbusters Videogame rausgeworden aus der Story, von wegen, was war es, das ist von, was war es, wie hieß es, Skript, Ghostbusters 3 oder Ghostbusters Hellbent, was am Ende so sein sollte, dass es auf der anderen Seite der Realität gibt, von wegen, es gibt ein Des... Wie heißt das? New York, wie wir es kennen. Und es gibt einen Geister-New York. Obwohl, das gab es doch schon mal in einer Folge, ne? Mit diesen Ghostbusters, der alternativen Realität von der Real-Ghostbusters, wo es halt die Geister-Version von gab. Menschen-Busters, genau. Das kann ich jetzt nicht, wie die in Deutsch hieß, aber ja. Ja, das gab es auch schon. Hm, naja. Gut, wie sich das alles gegenseitig befruchtet, nicht wahr? Ja, ja. Und da kommt jetzt eben Ghostbusters 3. Unter der Regie von Jason Reitman, dem Bruder, nee, dem Bruder, Quatsch, das wäre merkwürdig, nee, den Sohn von Ewan Reitman, den Regisseur von den ersten beiden Teilen. Was passt, weil der Sohn, der hat ja damals schon als Kind oder Teenie, oder, kommt drauf hin, kommt hin, ja, ist er ja schon in die Kulissen von den ersten Teilen herumgelaufen, also hat er quasi die Verbindung, nicht wie ein, wie heißt das, ein Paul Fieke. Genau, mit seinen Anzug, immer einen schönen Anzug rumrennt und so, also, aber dafür Komödie macht, die anscheinend für Leute gemacht sind, die eher, was weiß ich, eher Target-T-Shirts tragen und Sandalen mit Socken drin, wenn ich verstehe, was ich meine. Das ist witzig, ja, und Alice Hemmler ist so witzig, ah, genau, so nach dem Motto, ja, Plotz, Quiefschurks und alle Männer sind Arschlöcher und die sind geistig zurückgeblieben, ne, ja, ja. Wie funktioniert ein Telefon? Ich bin Thor, ich bin übrigens auch Thor, genau, Ihr Sohn, ja, ja. Muss ich auch aufregen. Nee, das ist doch nicht. Wie geht das? Wie könnt ihr da eine Fortsetzung machen? Das ist verschwecktes Potenzial.
Für Bagger ist so schlecht, lass ihn. Das heißt nur die Schuld von dem bösen, bösen Troll. Dem bösen, bösen Troll. Leuten, die im Trailer damals den ganzen Daumen untergegeben haben, gesagt haben, dass der Film schlecht ist. Nur weil es Frauen sind. Nein, nicht weil vor Frauen sind, weil der Film schlecht ist und die Komödie schon platt und weil die Chinesen den Film auch nicht sehen wollten. Weil Geister und so weiter. Verbot von Film mit Geistern und Spiritualität, weil das, wie heißt das? Das mögen die oberen, die kommunistische Regierung, in Anführungszeichen, von China nicht. Deswegen habt ihr die Kohle für die ganzen Gewerbe und die ganzen Kram nicht rausbekommen, Sony. Und deswegen, ja, jetzt heißt es Ghostbusters 3, richtig Ghostbusters 3. Naja. Ja. Und die einzig gute Figur war, glaube ich, der Ingrid Spengler-Ersatz. Wie hieß die nochmal? Die ausgeflippte. Der Rest war eigentlich mehr so, ja, wirkte aufgesetzt und ja, genau. Naja. Und der hat ja schon eine Verbindung dazu, weil er ist ja schon damals mit rumgelaufen, also hat er ja den Spirit, wenn man so will, im Blut, wenn man so will, was Ghostbusters ist und was Ghostbusters sein soll. Fun Fact übrigens, von wegen Teenie und bei Film mitgespielt, ne? Wisst ihr übrigens, welcher bekannte Regisseur mit sehr vielen Let's Plays bei einem großen Actionfilm der Anfang 80er Jahre mitgespielt hat, mit einer 3D-Sequenz, die gar nicht 3D war, ne? Molton, wir nehmen den schwarzen Molton und machen einen grünen Streifen rüber. Ja, warte, erzähl's euch gleich. Hier sind deine Süßigkeiten, das ist auf jeden Fall eine Riesenbeute! Naja gut, wir haben über 1000 Süßigkeiten jetzt rausgehauen, also, naja, er darf nicht reingucken. Du wirst nicht glauben, was wir durchmachen mussten, um die für dich zu bekommen. Ja, Caps Lock muss man schreien. Ich will es gar nicht hören, gib mir die Süßigkeiten! Aber hey, es wäre eigentlich witzig, wenn man sich jetzt die Stimme von ihm so vorstellen muss wie Tod aus Discworld, ne? So einen leichten Hall. Oder, ja, Stürme Christopher Lee als Kind. Also, bringst du uns jetzt zu den Hexen? Hey, bringst du uns jetzt hin? Was? Oh ja, okay, gehen wir. Ich habe keine Ohren, wisst ihr? Und keine Augen. Und keine Nase. Das ist kein Kostüm. Bam, bam, bam. Das ist nicht gut. Könnte das vielleicht auch eine Hommage an Grim Fandango sein? Kannst du das reparieren? Müssen wir uns wirklich mit diesen Hexen treffen? Und am Ende kommt dann wieder so ein SJW um die Ecke und sagt, bist du auch wirklich Mexikaner? Wenn du darunter kein Mexikaner bist, dann verhöhnst du die mexikanische Kultur. Weil, Tag der Toten und so. Siehst du, sehe ich wie ein Bootsmechaniker aus? Nee, du siehst eher wie eine Grim Fandango, Hommage aus. Nein, du siehst wie ein Skelett aus. Genau, Skelette reparieren keine Boote. Nicht, dass ich jetzt zu stark verallgemeinern will. Was können Skelette denn überhaupt? Oh Mann, der schneit jetzt aber ganz schön wieder draußen. Anscheinend bleibt das draußen liegen. Aber wenn ihr einen Mechaniker findet, der es repariert, bringe ich euch hin. Ansonsten werde ich mich hier wie diese süßen Nektar verzehre. Naja, süßer Nektar, amerikanische Süßigkeiten. Obwohl, es gibt ja genug Try German Candy Videos, wo gesagt wurde, und meist immer sagen, wenn es um deutsche Süßigkeiten, um deutsche Schokolade geht, oder Schokolade aus Europa, es gibt ja, wie sagt man, es gibt ja österreichische und deutsche ist ja auch wieder ein Unterschied, habe ich gehört, dann heißt es dann immer, oh mein Gott, wow, where you have been all my life, wenn die dann da reinbeißen in unsere Süßigkeiten, wie also unsere Schokolade, naja, die Amerikaner kriegen das wohl nicht so gut hin. Okay, wir wissen ja schon, wo wir hier hin müssen, aber das sehen wir dann in der nächsten Folge. Achso, ja, was ich sagen wollte. Welcher bekannte Regisseur, der mit sehr viel Lensflare arbeitet und vielen, dessen Serien meistens gerne mal in einer Kirche enden? Ja, ihr seid alle tot, tut uns leid, 7 Staffeln waren, haben wir euch quasi verarscht. Tut uns leid. Genau. Oder wie viel lang waren's? Ja, J.J. Abrams hat bei einen bekannten Actionfilm nach 18 Jahren mitgespielt, nämlich von John Carpenters, oder mitgeholfen indirekt, nämlich bei... Kommen wir hier rein? Oh, cool! Hey, waren wir noch gar nicht? Oh. Was macht ihr? Ich dachte, Kinder hassen Jazz. Hey, nicht verallgemeinern. Jazz kann auch gut sein, glaube ich. Hier spielt Herminus Mink. Er ist eine Legende am Saxophon. Oder am Saxophon, genau. Nämlich bei Die Klapperschlange. Was Quatsch ist, weil er hat eine Kobra auf seinem Arm. Aber egal. Ja, oder auch Escape from New York. Nein, nicht der Woody Allen-Film, sondern der mit, Die Musikkarriere ist gut, aber ich bin wegen der Wurzelbiss mit Vanilleeis hier. Ja, ist gar nicht mal so schlecht. Wenn man
Wenn ihr als reinhaut, ist Wurzelbier und dieser Rootbeer gar nicht so übel. Wenn man jetzt natürlich nicht so den Geschmack, wenn man jetzt den Geschmack von Anis, nee, nicht Anis, sondern von den von, ja, Wurzel, heißt das, eben diese Wurzel da nicht vertragen kann, ne? Genau. Ja, hat er mitgewirkt, nämlich in dem Sinne, dass er, sein Vater hat bei Schnitt mitgearbeitet und er hat dann so gemeint, so bei der Endszene, hey, das, wie den Tod von der Adrienne Barbeau, ich weiß jetzt nicht, wie sie hieß, die Frau mit den Ausschnitt und der, genau, mit der, wie heißt das, und der, Schalldämpferpistole, ne, die er überfahren wird am Ende, ne, genau, genau, da hat er mich gesagt, hier, ich finde, man sollte sehen, wie der Tod, wie sie, den Tod von ihr, wie sie da liegt, das sollte man einbauen. Das hat dann, ja, das hat dann John Carpenter nochmal die Schnelle dann in seiner Garage nachgelegt. Hier, leg ich mal hin, bist kurz gut drauf, fertig. Genau. Hm, nicht schlecht, nicht wahr? Ja, ja, in Hollywood ist die Welt ein Dorf. Ich habe selbst noch eine Chance, bevor ich ihn für immer abschreibe. Och, Mann, sei doch nicht so. Ne? In ein paar Jahren kommen die Hipster und dann ist wieder cool. Genau. Okay, Leute, wir sehen uns dann aber in der nächsten Folge von Costume Quest 2. Man hätte es nicht geglaubt, nicht wahr? Falls man den Titel vergessen hat. Genau. Muss ja von jedem DAO-Zuschauer ausgehen, ne? Ja, das hier ist ein Spiel. Und jetzt werde ich jetzt Let's Playen. Let's Playen bedeutet, ich rede dabei und ihr guckt zu. Ja, genau. Dann gibt ihr ein Däumchen und ein Träumchen. Das ist ein Träumchen. Und dann teilt ihr mich auf Facebook und Twitter und Google Plus. Ach nee, Google Plus. Ja, eher nicht mehr. Na gut, eher demnächst. Ja, eine kurze Schweigesekunde. Ja, okay. Also Leute, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Costume Quest 2. Also bis dann. Ciao.